Yo, hallo Leute und wieder mal willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica! Wir sind immer noch in den Tiefen des Lost River und ich habe da hinten etwas Großes, Leuchtendes gesehen. Und wie wir natürlich Yukai kennen, ist er wie eine Elster, leuchtend, groß, sofort hinlaufen. Wow, das sieht aber mal hammergeil. Wenn es nicht so laggen würde, würde es hammergeil aussehen und ich mal die Kamera drauf halten würde. Yo! Okay, ich weiß schon, was mein Thumbnail wird. Moment, ich muss gleich mal hier ein Thumbnail machen. Oh, das sieht geil aus. Also, das gefällt mir wirklich. Bist du giftig? Bist du Gas oder bist du Gift? Ich probiere es einfach nicht aus. Was haltet ihr davon, dass ich es nicht ausprobiere? Junge, sieht das geil aus! Tiefenpilz. Ich will dich scannen, Tiefenpilz. Ey, das ist schon wieder so ein Gebiet, wo ich mir denken könnte, dass irgendwelche großen, bösartigen Viecher, die mich töten wollen, hier sind. So, was bringt einen Tiefenpilz? Kann ich das noch kurz hier nachlesen, bitte? Das würde wahrscheinlich unter Flora Tiefenpilz. Ein farbloser Verwandter des Pseudopilz, der sich schwachen Lichtverhältnissen angepasst hat. Wow, sehr informativ. Dankeschön dafür. So, was bist du? Schwefel? Schwefel, genau. Schwefel, Quarz und Uran. Irgendwie sieht hier drin alles gleich aus, je nachdem, welche Beleuchtung du gerade hast. Was war das für ein Geräusch? Das habe ich auch noch nicht gehört. Darf ich den Baum berühren? Ich will ihn berühren. Und ich will wissen, ob ich sterbe, wenn ich das da unten berühre, aber irgendwie... Ich will es nicht so dringend wissen. Wow! Oh, du bist so nah, du bist so süß. Darf ich dich streicheln? Also gut, ganz offensichtlich kann man da rein. Ja, man kann hier rein. Ich habe hier nämlich gerade Loot gesehen, deshalb dachte ich mir, dass man da jetzt schon rein kann. Aber es sieht trotzdem eigenartig aus. Oh Mann, die Quallenrochendrachen sehen voll geil aus. Ich will dich scannen. Geisterrochen. Oh, Junge. Das ist das denn meine mit Abstand Lieblingsviecher in Subnautica. Machen nur niedliche Geräusche, sehen süß aus und ich will eins haben. Ich will so eins als Haustier. So, gleich mal wieder anschauen. Normalerweise lese ich mir die Dinger ja nicht durch, aber gerade interessieren mich die Pflanzenfresser. Geisterrochen. Genetic Analysis indicates this specimen is a close cousin of the Jelly Ray. Adapted to the Jelly Ray. Oh mein Gott, Jelly Ray ist ein geiler Name. Okay. Adapted to the sea creature conditions around the Lost River Biome. Unlike that species, the body is protected by a translucent skin and its large wings are capable of generating considerable thrust. Nice. Highly poisonous flesh. Okay, also essen werden wir dich nicht. Inedible but harmless. Ja, wenn ihr noch Eier legen könntet, wäre ich glücklich. Dann seid ihr... Ist das ein Ei? Oh mein... Nein, das ist kein... Oh Mann, das sah gerade so ein bisschen Ei-ähnlich aus. Geisterrochen, legt Eier. Mensch. Menschenskinder, legt Eier. Macht Kinder. Junge, das sieht hier so cool aus. Jetzt brauche ich danach wirklich nur noch das riesige Dingens, dass ich hier die Dinge anpflanzen. Das riesige Dingens, dass ich die Dinge auch in meiner Base züchten kann. Das wollte ich sagen. So, Moment. Riesiger Lebensbaum. Dachte ich mir doch, dass ich dich scannen kann. Riesiger Lebensbaum. Gleich mal anschauen, was darüber drin steht. Dieser gewaltige Baum beherbergt einen Gedeihen des lokalen Ökosystems. Weitere Daten zurzeit nicht verfügbar. Okay, das ist wahrscheinlich die Aussage für To Do. Hau noch irgendwelche Beschreibungen dafür rein. Junge, das sieht geil aus. Cool, na dann gehen wir mal weiter und landen bitte nicht auf unserem Freund Rochi. Rochi. Wo geht's weiter? Irgendwo habe ich gerade einen Weg noch tiefer gesehen. Hups. Mann, die legen leider keine Eier anscheinend. Könnt ihr das mal machen, bitte? Macht mal Liebe. Macht Amore. Die Viecher... Moment, hier ist dampft schon wieder. Ist das ein anderer Weg ins Lava-Biom? Also Lost River finde ich jetzt ehrlich gesagt ein richtig geiles Gebiet. Es ist relativ ruhig. Das macht es mir schon mal sympathisch. Und irgendwie farblich ansprechend. Mal ein bisschen heller. Sonst ist in diesem Spiel alles so kackendunkel. Und hier drin ist endlich mal alles wirklich hell. Mann, ich habe solche Lags in diesem Spiel. Ein Wunder, dass überhaupt noch jemand zuschaut, wenn ich so die ganze Zeit lagge. Aber ich verstehe nicht, wieso ich so lagge. Das deprimiert mich ein klein bisschen. Wenn mich gleich irgendwas Großes angreift, dann nehme ich alles zurück, dass ich dieses Gebiet ruhig und entspannt finde. Das ist aber wenigstens der Flora und Fauna hier klar, hoffe ich. Schwefel haben wir noch ein neues bisschen. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich Schwefel überhaupt brauche. Aber ich finde einfach keine Eier von diesen Viechern. Dich kann ich auch nicht scannen, schade. Kann ich dich, komisches Bubbelchen, da scannen? Was bist du überhaupt? Ich werde jetzt erst dieses Ding scannen, bevor ich nach unten gehe. Ich kann dich auch nicht scannen. Wie ich hier nicht scannen darf!
Das war jetzt aber gerade kein Riffrücken, oder? Kein Geisterrochen. Das hört sich gerade irgendwie anders an. Junge, gibt's viele von euch. Jetzt könnt ihr mal Eier legen, bitte? Das ist nicht so schwer. Oder sind das Säugetiere? Dann kann ich die aber nicht züchten. Dann muss ich die irgendwie gefangen nehmen. Muss ich dich K.O. schlagen und in mein Terrarium, in mein Aquarium ziehen. Junge, das Gebiet ist riesig. Moment, jetzt bin ich wieder im Lava-Biom, oder? Alter, wo bin ich hier? Also hier ist es wenigstens hell. Hier erkenne ich wenigstens Umrisse. Das ist doch das Lava-Biom. Also Lost River hat Eingänge zum Lava-Biom. Jetzt bleiben dann nur noch ein paar Fragen. Wo bin ich dann davor rausgekommen? Ist das derselbe Tunnel, wo ich reingekommen bin, wenn ich... Ups. Nice. Wenn ich über den Koschwald gehe, weil da war ja auch ein Zugang. Das ist der Zugang, den ich sonst immer benutzt habe. Gluggel, 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 gluggel. Also hier sieht es irgendwie dann aber ein bisschen falsch aus. Aber hier ist es so schön hell. Diese Helligkeit hätte ich gerne in diesem gesamten... Wow! Warper! Junge, du hast mich gerade erschrocken. Du hast mich tatsächlich gerade erschrocken. Könntest du mich bitte nicht aus meinem Dingens hier porten? Ich glaube, das wäre sehr unpraktisch für uns beide. Dann müsste ich dich nämlich töten. Dazu wäre ich dann verpflichtet, dich zu töten. Und den Diamant muss ich aufnehmen, weil sonst schulde ich der Corporation noch mehr Geld. So, was ist das denn? Ach, das ist wieder nur komisch beleuchteter Quarz, richtig? Ja. Ich möchte auch, dass dieses Ding heißt komisch beleuchteter Quarz. So, weiter, 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 weiter. Ja, aber eigentlich will ich nicht nochmal in das Lava-Biom. Ich war jetzt schon 3-4 Folgen in dem Lava-Biom und irgendwie gibt es da nur Sachen, die mich töten wollen. Gibt es da auch freundliche Sachen? Vielleicht finde ich ja nette Sachen dieses Mal, weil ich von einer anderen Seite komme. Danach muss ich irgendwann noch die Dünen erkunden. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich gerade hinschwimme. Ist das jetzt wieder dieser riesige Lava-Castle-Dingens da, wo dann auch alles drinnen ist? Oder bin ich hier wieder wo ganz woanders? Gibt es mehrere Arten der Lava-Dingens? Weil das ist sowas von garantiert ein anderer Eingang. Also ich... Wow, ich sehe ja schon, dass es ein anderer Eingang ist, wenn ich hier hinten die Lava-Markierung sehe. Dann ist das hier wo komplett anders. Aber die Entfernung einzuschätzen, ist da hinten jetzt gleich ein riesiger Tunnel und dann ist in der Mitte die Lava-Castle. Und dann gibt es einfach zwei Wege. Und das ist dann so Kategorie, alle Wege führen nach Rom. Und Rom ist Lava-Castle. Mann, das ist ein bisschen kacke, mit dem Prawn wieder hochzukommen. Ich glaube, ich muss mir in naher Zukunft echt mal den Zyklopen bauen. Da ist wieder ein Warper. Ich halte jetzt ein bisschen Abstand, weil ich habe ein bisschen Angst, dass mich die Warper rausporten einfach mal. Haben sie bis jetzt ja zwar noch nicht einmal probiert, geschafft oder whatever, aber... Diese Rochen, diese Lava-Rochen, die finde ich auch so süß. Ich mag irgendwie alle Arten von Rochen. Ich finde, Rochen sind richtig niedliche Tiere. Brrrr. Ich passe mich jetzt halt einfach der Flora hier an und mache auch Wassergeräusche, oder? Brrrr. Brrrr. Klinge ich irgendwie ein bisschen wie ein Wookie? Ne, ich glaube, das ist so weit von einem Wookie entfernt wie sonst was. Das ist doch nicht die Lava-Castle hier, oder? Sonst wären doch schon lange zwei Schreie von Leviathanen gewesen. Ich muss mir jetzt nur merken, dass ich von da komme. Das heißt, einfach nur gerade gehen, sonst finde ich nie wieder hier raus. Andererseits hätte ich Bock, über den Glitch mich mal in diese Castle hier rein zu... Ups, rein zu cheaten. Das wäre vielleicht cool. Mann, es laggt! Mädchens Kinder. Also, ja, jetzt bin ich... Ja, jetzt bin ich wirklich in der Lava Castle. Gut, Lava Castle hat also 2-3 Zugänge. Womöglich gibt es sogar nochmal andere. Aber ich glaube, die besten Chancen zurückzukommen habe ich tatsächlich über den, wo ich gerade war. Über Lost River. So, dann versuche ich mich jetzt mal hier wieder rauszukämpfen. Weil nochmal Lava Castle erforschen, das tue ich mir jetzt nicht an. Dann kommt nur wieder ein Leviathan, wo ich denke, dass er mich in Ruhe lässt. Dann tötet er mich und dann bin ich sauer und salty.
Du bist auch kacke. Genau du. Stirb. Weil du kacke bist. Geht doch. Ich habe alles Blut aus ihm rausgeprügelt. So, dann lassen wir mal die Leviathane Leviathan sein. Okay. Und besuchen mal den Außenteil davon. Wenn ich dann jetzt im Lost River Biom bin, dann muss ich jetzt halt einfach nur den ganzen Weg zurück und dann einfach nur ein bisschen nach links. Und dann, glaube ich, bin ich tatsächlich schon in den Dünengebieten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und genau das war ja eigentlich mein Ziel. Und dann kann ich da vielleicht das Aquarium-Dingens finden. Das wäre auf alle Fälle cool. Und dann können wir dort ein bisschen weiterschauen. Schauen wir mal, ob ich den Weg zurückfinde. Oder ob ich mich dabei wieder verlaufe. Also so ein bisschen schneller wäre dieser Prawn schon extrem geil. So ein Zacken schneller wäre geil. 1200 Meter Tiefe. Das ist jetzt gar nicht mal so unerreichbar tief, muss ich zugeben. Das ist eher normal tief. Mit einer kompletten Schubladung komme ich 50 Meter hoch. Dann ziehe ich mich noch zweimal hoch und dann bin ich eh schon wieder 100 Meter höher. Moment, wir müssen jetzt hier Tarzan weiterspielen. Oh Gott, es laggt so krass. Man, dieses Spiel... Oh nein, 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 ich verliere in Höhe. Shit. Oh Gott. Ja, so viel zu ist gar nicht so viel. Und komplett am Boden der Tatsachen sind wir wieder. So ein Scheiß. Moment, muss ich noch ein bisschen in die Richtung? Ist das so eine Alternativweg-Lösungsdingens? Wo komme ich denn raus, wenn ich hier einfach entlang gehe? Ohlala. Ha, das sieht mir doch auch noch einen guten Ausgang aus hier in die Richtung, oder? Was meint ihr? Sieht das richtig aus? Sagt einfach ja. Weh, das ist jetzt nur ein anderer Zugang zur Lava Castle, zum Hauptbereich davon. Ich weiß nicht mal, wo ich bin gerade, ehrlich gesagt. Also so eine eingebaute Karte mit meinem Charakter wäre irgendwie cool. Oder dass ich endlich mal das Fragment finde, das ich ja auf meinem anderen Spielstand schon hatte für den Scannerraum. Das wäre irgendwie auch echt cool. Bin ich hier richtig? Hallo, bin ich hier richtig? Also die Wände färben sich schon wieder so ein bisschen richtig. Richtig ist in diesem Fall blau. Falsch ist rot. Je roter die Wand, desto falscher bin ich. Ja doch, das ist das Gebiet, wo ich am Anfang war, glaube ich. Wenn ich jetzt halt hier mich hochhange... Oh, komm schon. Das hätte jetzt klappen dürfen. So, in der Zeit kurz Schub regenerieren und auf die andere Seite und wir hacken uns einfach hier fest. Perfekt. Junge, Yukai, machst du das gut. So, dann müssen wir hier zu dem blauen Schein auf die... Ist hier wieder irgendwo ein Warper? Das war doch gerade das Geräusch, dass ein Warper erschienen ist, oder? Yay, Geisterrochen wieder. Ich bin wieder zu Hause in Lost River. Also, absolutes Lieblingsbiom von Yukai, nicht von Reapern. Lost River. Oh, schade, jetzt wollte ich mich an dir festhängen. Vielleicht hätte ich dich so mitnehmen können. Oh, das ist wahrscheinlich der Trick, wie man die Viecher mitnimmt. Man zieht sie permanent immer mit dem Ding ins Her. Hui. Mit Glück, mit ganz viel Glück finde ich jetzt noch ein Ei von diesen Viechern. Und sollte ich kein Ei finden und irgendwann das Aquarium bekommen, dann cheate ich mir ein Ei her. Das ist es mir tatsächlich wert, einmal kurz in diesem Spiel zu cheaten. Einfach, weil ich dann so ein Viechers Haustier hätte. Vor allem, wenn die dann schlüpfen. Ich habe ja noch nie ein Ei ausgebrütet. Das sind auch noch auf meinen To-Dos. Habe ich dann so ein Babygeisterrochen? Also wenn ich ein Babygeisterrochen habe, dann ist es mein neues Lieblingsspiel. Wie süß das einfach aussehen müsste. So ein Baby von diesen Viechern. Das wäre sicher richtig niedlich. So, ich muss kurz Schub regenerieren. Einen Moment. Schub, 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 schub. Perfekt. So, wenn ich jetzt dich mit dem Ding ins Herz ziehe. Okay, dann ziehe ich mich zu dir, nicht andersrum, oder? Wen ziehe ich zu wem? Nochmal probieren. Junge, deine Hitbox ist kacke. Okay, ich ziehe mich zu dir, nicht anders. Doch, doch, hey, das könnte funktionieren. Oh, die sehen so süß aus der Nähe. Ich will es streicheln. Oh, ich will eins von diesen Viechern streicheln. Nein, wow. Es stackt sich selbst in den Boden rein und schießt sich dann durch die Gegend. Oh, wie niedlich. Die Dinger sind so richtig derpy. Die erinnern mich an mich. Okay, mein Nachbar macht gerade komische Geräusche, die wohl gerade tatsächlich hier unter Wasser dazu passen. Das ist irgendwie erschreckend. So, katapultieren wir uns hier schön vorwärts. Vorsichtig.
Ich verstehe nicht, warum hier so eine Agro-Musik ist. Das hier ist das Entspannungsgebiet. Da ist sogar Wasser im Wasser. Das ist SpongeBob. Wasser im Wasser. Voll entspannend hier alles. Aber Agro-Musik, als gäbe es keinen Morgen. So. Gibt ja noch den ein oder anderen Weg hier im Lost River Biom. Vielleicht sollte ich die noch mitmachen, bevor ich wieder andere Sachen suche. Also hier gibt es jetzt wieder diese Viecher, die wo ich irgendwie ekelhaft finde. Junge, mein Nachbar macht nervige Geräusche langsam. Ich will Nickelerz bitte einsammeln. Wenn es weniger laggen würde... Boah, ey, Junge. Das ist gerade nicht spielbar. Was ist denn gerade los? Dummes Spiel manchmal. So, ich glaube, in der Richtung bin ich nicht hergekommen. Ich glaube, ich bin links hierher gekommen. Aus dem Wasserfall, glaube ich, bin ich hergekommen. Dann gehe ich jetzt einfach mal auf den anderen Wasserfall. Ein Wasser habe ich noch dabei, liebes Spiel. Das heißt, wir können noch ein bisschen forschen. Ah, ich glaube, das war gerade mit ein bisschen zu wenig Schwung. Ich weiß nicht, ob ich bis rüber komme. Komm schon! Oh, es laggt. Ich verstehe gerade nicht, warum es laggt. Jetzt geht's auf einmal wieder. Ey, diese Lag-Spikes sind ja mal richtig, richtig eigenartig. Und ich habe eigentlich keinen schlechten Rechner. Gut, ich habe jetzt keinen High-End-Rechner, aber ich habe auch keinen schlechten Rechner. So, dann geht's hier langsam weiter. Langsam und gezielt. Ich weiß zwar nicht wohin, aber es geht weiter. Also hier bin ich definitiv nicht hergekommen, sonst hätte ich mich an dieses Skelett-Dinger hier erinnert. Vielleicht ist das in der Mitte so der zentrale Punkt von Lost River und das sind nur Alternativzugänge. Junge, was ist das für ein Skelett da hinten? Schau dich mal die Knochen an. Das ist kein Sea Dragon. Ein Sea Dragon ist zwar groß, aber... Holy shit. Was? Bodenscans zeigen, dass dieses Biom eine ungewöhnlich hohe Konzentration von organischen fossilen Überresten enthält. Nein, wirklich? Alter, was zur Hölle bist du? Das sind ja Knochen. Oh, ich bin gerade in dem Viech, was es irgendwann mal war. Wo ist das, der Kopf von diesem Viech? Boah, also das sind doch... Yo! Was zur Hölle bist du denn? Das ist nicht mal annähernd ein Sea Dragon. Also, ein Sea Dragon ist ja... Ein Sea Dragon ist ja minimal. Ein Sea Dragon konnte ja nicht mal meinen Prawn mit einem Haps essen. Das Ding könnte meine Base mit einem Haps essen. Ach du Scheiße, was bist du denn? Junge. Ja, lass mich mal kurz in Ruhe, ich will das scannen. Ach du Scheiße. Könntet ihr mich bitte in Ruhe lassen oder muss ich das mit Waffengewalt klarstellen? Bist du tot? Also irgendwie sehen die Viecher sowieso schon tot aus, egal ob ich drauf hau oder nicht. Oh, ich kann dich nicht von oben scannen. Shit, ich muss wahrscheinlich auf irgendeine andere Position. Alter, was bist du denn? Holy shit. Und von diesen Viechern wimmelt es hier auch. Anscheinend essen die Knochen oder so ein Scheiß. Das würde zumindest deren Quantität hier erklären. So, Moment. Boah, shit, ey. Na, wenn ich hier jetzt halt irgendwie hingehe, werde ich gebissen. Das will ich auch nicht. Moment, ich muss mir das hier ein bisschen... Ich muss ein bisschen taktischer hingehen. Ich glaube, hier ist eine gute taktische Position. Au! Was denn? Ach, das Zeug macht Schaden. Huch. Wusste ich. Wusste ich. Aua. Junge, das macht ja richtig derbe Schaden. Mann, ich kann das Ding nicht scannen. Heilige Scheiße, ist das groß. Die Fische gibt's hoffentlich noch nicht in-game. Yo. Yo. Okay, ich gehe jetzt hier. Das ist mir irgendwie nicht geheuer. Das Viech ist ja mal abartig riesig. Also richtig, richtig abartig riesig. Holy moly, moly, moly. Moment, kriege ich noch für einen Abschied hier ein schönes Bild? Perfekt. Na gut, Leute, der Part ist hiermit auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, euch hat die Erkundung des Lost Rivers mit Yukai ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Abo da. Würde mich auf alle Fälle freuen. Und dann werdet ihr nämlich auch immer sofort informiert, wenn neue Videos rauskommen. Haha, das ist gleich ein guter Grund. Und dann natürlich sehen wir uns im nächsten Part von Subnautica. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.